Yo Leute, was geht? Heute gibt es wieder eine weitere Geschichte zu einer SCP-Kreatur, zu einer sehr, sehr besonderen SCP-Kreatur. Und zwar geht es um, naja, ist es die erste SCP-Kreatur? Man weiß ja nie, was wirklich die erste Kreatur war. Allerdings ist es die erste SCP-Kreatur in der Reihenfolge, nämlich geht es heute um SCP-001. Und das schauen wir uns heute bei SCP-Chroniken an. Und zwar, SCP-001 erschreibt die Realität neu. Das Einzige, was ich zu dieser Kreatur weiß, bevor wir uns das Video auf dem Kanal anschauen, ist, dass diese Kreatur angeblich niemals existiert hat, weil es vermutlich in einer anderen Dimension war. Also es existierte etwas, aber gleichzeitig existiert es nicht. Es ist sehr, sehr verwirrend. Wir werden deswegen reinschauen und ich bin sehr gespannt. Let's go, wir schauen rein. Lasst ein Like da, let's go. Okay, drei Jungs. Vielleicht ist das auch ein Mädchen, ich weiß. Les enseñé una playa abandonada y estos gringos me dieron 10 dólares. Y estos gringos, was ist das für eine Worte? Una vez. Vaya, ahora eres un tipo rico, Phineas. Miren, ya vienen. Jetzt weiß ich's. Ich hab's nochmal. Ich hab die Geschichte, glaube ich, schon einmal irgendwie gesehen. Es ist nämlich eine Kreatur, die in Mexiko eine Art Fabrik. Es hatte was mit einer Fabrik zu tun in Mexiko. Das ist das Einzige, was ich weiß. Und dass diese Fabrik nie existiert hat, weil sie irgendwo in Koordinaten war, die niemals gegeben hat. Hola, amigos. Bienvenidos a Guatemala. Guatemala. Hey, gringos, por aquí. Pues que se vayan al diablo, entonces. ¿Qué es eso? Ahí, miren. Ahí. Cielos, ¿qué es eso? Vamos a echar un vistazo. Interesante, dass sie das... Phineas, ¿qué crees que es esto? Ni idea. Parece un agujero. ¿A dónde puede llevar? No la toques. ¿Qué tal si te corta la mano? Nimm doch was anderes, was da erstmal reingeschmissen wird, ne? Schmeiß da eine Box rein. ¿Hay alguien ahí? Phineas, ¿a dónde vas? Eine Katze. Schrödingers Katze? Er sucht die Katze jetzt, im Ernst. Das ist keine Katze. Virgen Santa, es el diablo. Ha venido a castigar a nuestro pueblo. ¿Qué dicen? Es una criatura rara que necesita ayuda. Hola, amigo. No tengas miedo. Te ayudaré. Wow. ¡Diablo! No. Oh, Dios mío. Oh, Gott. Genial. Was? Der findet das aber übercool. Okay, sehr krass. Das ist das erste Mal, dass wir bei einem Intro die Kreatur selbst schon gesehen haben. Aber vertraut mir, die Kreatur ist so kompliziert. Wird aber heute erklärt. Ein ordentlicher Lebenslauf. Basis in Nevada, dann eine Niederlassung in Tokio. Sie waren persönlich an der Sicherstellung von Objekt 2863 beteiligt? Hm. Eines dieser Dinger hatte mich fast erwischt. Nun, Nicole Razumovsky war die beste Kandidatin für die Position des Senior Field Agents. Das war früher mein Job. Bald würden sie mich jedoch zur Leiterin der Zone 19 befördern, sobald Dr. Ketter in seinen wohlverdienten Ruhestand geht. In der Zwischenzeit musste ich Nicole auf den... Es gibt Leute, die bei der SCP Foundation in den Ruhestand gehen? Soweit ich das mitbekomme, werden die alle dann am Ende irgendwie eine unmögliche Mission bekommen, bei der sie dann traurigerweise das nicht überstehen. Neuesten Stand bringen. Wir haben hier eine spezielle Zone. Ich nehme an, dass Sie schon davon gehört haben? Ja, ein oder zwei Dinge. Sie hüpft von einem Ort zum anderen. Sie hüpft nicht, sie teleportiert eher. Das ist dem Objekt 001 zu verdanken. Wir nennen es den Prototyp. Er ist unsere Hauptausstellung. Hier, das ist seine Akte. Sie müssen es wie Ihre Westentasche kennen. Ja, Ma'am. Dr. Ketter? Sir? Hallo, Anna. Kommst du deinen zukünftigen Bereich besuchen? Ja, ich bringe nebenbei meine Nachfolgerin auf den neuesten Stand der Dinge. Keine Sorge. Du wirst das schon schaffen. Ich habe dir alles beigebracht, was ich weiß. Verdammt, wir werden den scharfen Verstand dieses alten Mannes vermissen. Morgen wird er alle Dokumente unterschreiben, eine Dosis Amnesie bekommen und den Rest seines Lebens an der Côte d'Azur verbringen. Yo, krass. Also wenn du in die Rente gehst, bekommst du das Amnesiemittel. Aber das Ding ist, die können ihm das ja geben und am Ende sagen, Bro, du hast nie hier gearbeitet. Also hast du auch keinen Rentenanspruch. Stellt euch das mal vor, du bist so... Das würde so Sinn machen bei der Foundation, dass... Ich meine, warum sollte man das machen?
Gibt es Leute, die das belegen können? Wahrscheinlich müssen das Außenstehende, ihm nebenstehende Leute, dann, also es ist schwer. Stellt euch mal wirklich vor, der Typ wird Amnesie bekommen, ne, dass er sich an nichts erinnert. Und dann am nächsten Tag ist er irgendwo unter der Brücke. Und der denkt, das war jeden Tag so. Ich will ihn ein letztes Mal sehen. Natürlich. Ihr habt so viele Jahre zusammengearbeitet. Ich werde dich vermissen. Bitte was? Bitte was? Es sind die Aufständischen. Unmöglich. Wir haben sie morgen erwartet. Es ist nicht das erste Mal, dass die Chaos-Aufständischen versuchen, in unsere Basis einzudringen. Schließlich enthielt Zone 19 die gefährlichsten Objekte des Kontinents. Aber wir waren ihnen immer voraus. Alles dank SCP-001. Oder besser gesagt, seinen Teleportationsfähigkeiten. Sobald wir Informationen über den herannahenden Feind erhielten, leiteten wir das von Dr. Kette entworfene Protokoll ein. Und 001 verlegte die gesamte Zone an einen sicheren Ort. Wichtig ist... Die Kreatur kann nicht nur Menschen teleportieren, sondern die ganze Fabrik, das ganze System. Dass es nicht aus der Eindämmungszelle herauskommt. Beeil dich, schalt es ein. Verdammt, wann haben Sie ihn das letzte Mal gefüttert? Er ist schwach. Holen Sie sofort Klasse D. Holen Sie sofort Klasse D-Mitarbeiter. Er muss gefüttert werden. Ja, ja, ganz schnell. Der braucht Menschenfleisch. Ganz schnell. Wir haben nicht viel Zeit. Sie werden in ein paar Minuten bei uns sein. Ich weiß. Helfen Sie mir. Oh Gott, das wird schieflaufen. Es wird schieflaufen. Nein, das ist eine Verletzung des Sicherheitsprotokolls. Dafür haben wir keine Zeit, Doc. Ausgerechnet am letzten Arbeitstag. Am letzten Arbeitstag. Was ein Zufall aber auch, dass er in seinem letzten Arbeitstag so schlechte Karten hat. Findet ihr nicht auch? Nein! Ja, nimm sie! Nimm sie! Ja, Mann! Let's go! Feuer anstellen! Hört auf! Komm schon, Koffel. Lass Miss Cleo gehen. Nein! Ja, was ein Zufall! Ey, Leute! Hab ich's euch nicht gesagt? Rente kriegt man nicht! Jeder, der Rente bekommt, muss eliminiert werden. Es darf kein Geld verteilt werden. Wir müssen dafür sorgen, dass er an seinem letzten Arbeitstag sich für immer verabschiedet, damit wir uns Millionen sparen. Ich hab's euch gesagt. Hab ich's euch nicht gesagt? Dieser arme Typ, der wird nicht an der Côte d'Azur verbringen. Der wird auf der Côte Unterseer verbringen. Nee, der wird nicht am Strand, der wird unterm Strand liegen. Phineas! Bringt Lecker es in die Zelle, auf. Jetzt! Das gefällt dir nicht, du Freak? Nein, schalten Sie es aus. Es ist noch nicht in der Zelle. Mann. Ups, ich bin dann mal raus. Tschüss. Kann er das auch nicht von seiner Zelle aus? Phineas? Oh, er lebt noch. Oh. Aber er wird sich in 10 Sekunden verabschieden. Sieh nicht an. Bleib bei mir. Lass es an. Wir müssen den Prototypen zurückbekommen. Ohne ihn wird die Zone zusammenfallen. Die Wachen werden die Aufständischen zurückhalten, aber nicht lange. Heilt den armen Menschen doch, oder habt ihr Angst um eure Rente? Wir haben nicht viel Zeit. Ja. Verdammt, von seiner eigenen Schöpfung getötet zu werden, nur einen Tag vor dem Ruhestand. Ja, was ein Zufall. Was ein Zufall aber auch. Ich habe es euch doch gesagt, die Gier dieser Drecks-SCP Foundation lässt solche Sachen nicht zu, dass man in den Ruhestand geht. Niemand geht in den Ruhestand. Und das ganze erarbeitete Geld, es wird niemand bezahlt, okay? Diese Foundation hat Mittel, um alles ungeschehen zu machen, damit die dick abkassieren. Leben Sie wohl. Dr. Ketter, du hast... Naja,
Der Satz hat jetzt nicht so ganz gepasst mit Leben Sie wohl. 2 Minuten, um dich bereit zu machen. Wir müssen 001 zurückbringen. Ohne es ist Zone 19. Gibt's auch SCP 007? James Bond. In dem Untergang geweiht. Nun, wir haben höchstens 1 Stunde. Dann wird das Portal schließen. Wir landeten an einem unbekannten Ort. Wir hatten Glück, das Wetter war sonnig. Das Objekt verträgt kein helles Licht, was bedeutet, dass es nicht weit kommen konnte. Denken Sie daran, wir brauchen 001 lebendig. Tun Sie ihm nicht weh. Da drüben. Wo denken Sie, sind wir, Ma'am? Keine Ahnung. Der Navigator kann unseren Standort nicht lokalisieren. Ah, ayuda! Es ist el Diablo! Wir tun euch nichts. Was? Ah, sehr schön. Ihr könnt euch schon mal mit kommunikativ auf derselben Sprache bewegen. Das muss man ihr Props lassen. Sie reden auf Portugiesisch. Ich glaube, Mexikaner reden Portugiesisch, ne? Oder Spanisch? Oh mein Gott. Ja, müsste. Oder Brasilianer reden Portugiesisch, glaube ich. Und Spanisch die Mexikaner. Ja, so war es wahrscheinlich. Leute, was soll ich denn sagen? Also, oder war das nicht umgekehrt? Oh mein Gott, ich bin so blöd, ey. Sagen Sie? Naja, wie soll ich sagen? Die wissen auf jeden Fall, wie man die Sprache von denen spricht, ne? Wie man redet. Da ist ein Teufel in der Scheune. Ich glaube, wir haben es gefunden. No es el Diablo. Es una criatura inusual. Necesita nuestra ayuda. Blitzlicht und das Netz. No, Blitzlicht! Phineas? Blitzlicht! Wow, Alter, was ein geiler Effekt. Ich bin im Licht, Leute. Ich bin im Licht. Nein! Erwisch, du Freak! Nein! Phineas, nein! Beruhigen Sie es und bringen Sie es zum Portal. Agent Razumovsky, kümmern Sie sich um die Teenager. Verstanden. Nun, wir sind hier fertig. Nicole gab den Zeugen ein Amnesiemittel. Dieser seltsame Teenager erregte meine Aufmerksamkeit. Warum beschützte er diese Kreatur? Warum hieß er... Ma'am, wir müssen gehen. Aber als wir zurückkamen, war uns sofort klar, dass das nicht unser Zuhause war. Was zum... Wo ist die Zone? Okay, alle beruhigen sich. Hier ist Anna Cleo. Hören Sie mich? Wir... Hey, hört jemand zu? Scheiße. Stimmt etwas nicht. Ich sag's euch, wie es ist. Die sind auf einem anderen Planeten. Eine Paralleldimension. Das ist seltsam, als ob die Frequenz der Foundation nicht existiert. Die Zone hätte sich nicht ohne ein Objekt teleportieren können. Meine Gedanken begannen zu rasen. Was könnte schiefgelaufen sein? Nicole, haben Sie den Bericht noch dabei? Na sicher. Was zum Teufel ist das? Die Dinge wurden besorgniserregend. Whoops! Der Name von dem Typen ist weg. Und er war der Wissenschaftler? Zeichnungen im Bericht verblassten direkt vor unseren Augen. Ich öffnete die letzten Seiten, die die erste Begegnung mit Objekt 001 und eine kurze Biografie von Dr. Keter beschrieben. Also, Dr. Keter lebte im guatemaltekischen Dorf Nueva. Am 15. Juli 1978 entdeckten Teenager Objekt 001. Nachdem alle seine Freunde von der Kreatur getötet worden waren, fing der junge Keter die Kreatur und begann Eindämmungsverfahren zu entwerfen, noch bevor die Taskforce der Foundation eintraf. Bald trat ein vielversprechender junger Mann der SCP Foundation bei und Zone 19 wurde in Nueva gebaut. Später wurde eine... Lass mich raten, dieser junge Mann war der alte Wissenschaftler. Lass mich das drauf tippen. Gefährliche Objektklassifizierung nach Dr. Phineas Keter benannt, der einen großen Beitrag für die Foundation geleistet hat. Phineas? Ich glaube, das war der Name des Jungen, der von dem Objekt getötet wurde. Ja, das ist richtig. Sag mir nicht... Oh mein Gott, nein! Anna, was steht da? Dies ist eine Touristenbroschüre von Guatemala aus dem Jahr 1978. Wollen Sie damit sagen, dass der junge Phineas Keter war? Das ist unmöglich. Da muss noch etwas anderes drinstehen. Es ist alles leer. Die Aufzeichnungen sind weg. Lassen Sie mich nachdenken. Also traf Dr. Keter den Prototyp in der Vergangenheit, weil das Objekt aus der Zukunft dorthin entkommen ist.
Jo, das meinte ich mit, es ist kompliziert, weil er durch Zeit reisen kann. Durch Ort, Raum und Zeit. Also er ist in die Vergangenheit gegangen von diesem Jungen. Und dann ist, jetzt sind sie in der Zukunft. Aber da der junge Phineas gestorben war, gab es niemanden, der diesen Bericht erstellen konnte. Und... Oh mein Gott, weil der Junge draufgegangen ist, ist die gesamte Gegenwart. Ey, das heißt ja, der arme Rentner lebt ja noch. Der lebt dann noch. Oder er ist schon viel früher draufgegangen. Oder er war wirklich unter einer Brücke. Heilige Scheiße. Es gab nie Zone 19. Jetzt sind wir also weiß Gott wo. Verdammt, es ist alles meine Schuld. Wir mussten den Jungen retten. Anna, Sie müssen sich zusammenreißen. Ja, das ist ja sehr aufmunternd von dir, aber ich denke, eure Situation ist echt nicht so cool. Was ist los? Schützen Sie das Objekt, Sergeant. Verdammt, das ist richtig, das Objekt. Das Beruhigungsmittel wird bald nachlassen. Ohne eine Bleizelle können wir es nicht aufhalten. Wir müssen unsere Leute kontaktieren. Zuerst müssen wir verstehen, wo wir sind. Nicole, Sie haben das Sagen und ich werde... Ich gehe mit Ihnen. Die Jungs kommen klar. Wir überließen es den Soldaten, das Objekt zu bewachen und machten uns auf den Weg, die Umgebung zu erkundigen. Ich will verdammt... Alter, das ist The Last of Us. In real... in SCP. Sein. Was? Mein Gott! Nicole. Okay, die Punker sind nicht so The Last of Us-like. Oh, passen Sie auf! Verrückter Psycho! Wo sind wir? Was zur Hölle ist hier los? Keine Ahnung. Vielleicht haben wir einen weiteren Zeitsprung gemacht. Darf ich vorstellen? Tommy aus The Last of Us Part 2. Wow, was ist los? Welcher? Wow. Was ist denn hier los? Das letzte Mal, als ich an den Haaren gezogen wurde, war bei meiner Ex. Oh. Tag ist heute. 21. September 2022. Was zum... Wow. Was wollt ihr für die Markenartikel der SCP Foundation? Oh mein Gott, Markenartikel? Der kennt sich aus. Konserven, Fackeln, einen Elektroschocker. Langsam. Wer sind Sie? Woher kennen Sie die Foundation? Ich? Alle nennen mich Vulture Bulbridge. Was die Foundation betrifft, jeder weiß davon. Oh. Dem Datum nach zu urteilen, sind wir zurück in der Gegenwart. Wir waren 10 Minuten weg. Was ist mit der Welt passiert? Tja, ich würde sagen, die Welt ist durch einen Cordyceps, der die Menschen befallen hat und in Pilze verwandelt hat, durchgedreht und... Jetzt gibt es die SCP Foundation in der Art und Weise fast nicht mehr? Weil sie überfallen wurde? Ich habe versucht, es aus Virtue herauszubekommen. Nicht zu fassen! Vor 10 Jahren schlossen sich alle Feinde der Foundation zusammen und überfielen eine der Zonen. Massive Zerstörung führte zu einem großen Datenleck. Da erfuhren alle von der Foundation. Die Welt ist verrückt geworden. Monster tobten, Soldaten schossen. Während das SCP darum kämpfte, die Zerstörung durch die entkommenen Objekte zu stoppen, versuchten ihre Feinde, die Weltherrschaft zu erobern. Das alles führte zum Dritten Weltkrieg. Oh. Ja. Kann mal passieren. Tja. Was? Oh Gott. Nun, passiert schon mal. Der passiert. Also, ja, passiert schon mal. Das ist ja... ist normal. Das passiert einfach. Der nordkoreanische Zweig der Foundation hat ein Objekt freigesetzt, eine Art Hurricane, der den Weltraum statt Häuser zerstört. Ja, er macht verdammte schwarze Löcher. Menschen starben wie die Fliegen. Die Foundation wurde ausgelöscht. Anormale Objekte liefen frei herum und jetzt haben sie die Städte erobert. Die Folgen des Todes von Phineas waren tragisch. Ohne die teleportierende Zone 19 war die Verteidigung der Foundation gefährdet und die Zivilisation verfiel in Trümmer. Oh Gott, Nicole, wir müssen in der Zeit zurückgehen und alles wieder gut machen. Das geht nicht. Sie meinen... Das geht nicht. Das geht nicht. Dass wir noch einmal durch das 001-Portal gehen müssen? Es ist riskant, aber wir müssen etwas tun. Wow, wartet mal. Ihr seid also wirklich aus der Foundation? Ja, und wir werden versuchen, alles wieder gut zu machen. Nun, weiß ja nicht. Ich mag diese Art von Leben. Früher war ich ein Versager. Okay, ich kenne eine Anomalie nicht weit von hier. Es ist gefährlich, also hält sich jeder davon fern. Aber Sie sagen, es hätte etwas mit Zeitreisen zu tun. Das ist unsere Chance. Bringen Sie uns dort... Und jetzt kommt's, der legt sie einfach nur rein. Dorthin. Im Gegenzug erhalten Sie unsere gesamte Ausrüstung. Das gefällt mir. Kommen Sie, meine Damen.
Vulture zeigte uns den Weg durch die Ruinen der... Ich zeig euch jetzt ein Teleportationsloch. Ho, 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 ho. Zeitreisen. Ho, ho, ho. Ich werde euch zeigen. Statt hin und wieder stolperten wir auf unserem Weg über anormale Objekte. Vorsicht, meine Damen. Jemand wird heute hungrig bleiben. Danke, Schmusemowski. Nur Nick. Nick soll es sein. Das werde ich mir merken. Aber die Menschen waren nicht weniger bedrohlich. Was ist das? Das ist das Symbol des Dogs Clan. Ruhig, das ist ihr Revier. Sie werden uns die Köpfe abreißen, wenn sie uns erwischen. Bleibt sofort stehen. Scheiße, es sind... Oh, ja, zufällig nach einer Sekunde haben sie die erwischt. Die Dogs. Okay. Wow. Der Tornado! Das ist der Hurricane. Lasst uns hier abhauen. LOL! Das wir brauchen dringend einen Unterschlupf. Warum? Zum Glück haben wir einen Ort gefunden. Frauen zuerst. Bruder, du wurdest an den Haaren gezogen. Seht euch nur die Chicks an, die uns der... Boah! Okay. 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 Ich weiß, dass das Zeitreisenportal, das war's nicht. Die sind so leichtgläubig. Da ja dieses Mal gebracht hat. Vulture, wer sind diese Leute? Wo ist die Anomalie, die du uns versprochen hast? Das sind nicht nur Hühner. Das sind die letzten verbleibenden Mitarbeiter der Foundation. Das einzig wahre. Sammler werden für sie ein Vermögen zahlen. Bastard, du hast uns angelogen. Ach, wirklich? Also das war mir schon von vornherein klar, dass das passiert. Ihr solltet einem Mann mit dem Namen Vulture nicht vertrauen. Schnapp sie! Wow. Nick, hinter dir! Nimm das! Powerfrauen-Action! Oh nein. Das war aber jetzt nicht so smart. Carl, nein! Du Bastard! Anna, lauf! Mach alles wieder gut! Ich werde sie aufhalten! Stimmt, wenn sie durch die Zeit zurückreist, könnte sie ja wiederbelebt werden, weil diese Dimension ja nicht existiert. Also solange es eine Person gibt, die das noch schaffen kann, kann man die Mission noch erfolgreich abschließen. Verdammt! Die Party hat gerade erst begonnen. Wohin gehst du? Alter! Sie haben Nicole getötet, aber ihr Tod wird nicht umsonst gewesen sein. Dafür werde ich sorgen. Ihr handelt also mit interessanter Beute? Was ist, wenn ich sage, dass ich irgendwo ein zahmes, anormales Objekt versteckt habe? Wir haben einen Deal ausgemacht. Meine Freiheit im Austausch für Objekt 001. Natürlich würden diese Bastarde ihren Teil des Deals nicht behalten. Aber alles, was ich... Ach, du denkst jetzt, du bist so schlau, dass du die reinlegen kannst, nachdem die dich reingelegt haben. Trevor Phillips aus GTA 5 hat gesagt, you can't hustle a hustler. Also, you can't hustle a hustler. Du kannst keinen Betrüger betrügen. Tun musste, war den Keller mit den Soldaten und den Prototypen zu erreichen. Zeig es uns. Und es ist es hoffentlich wert. Wir gingen weiter und sahen die Leiche von Sergeant Harris. Der zweite Soldat wurde direkt vor unseren Augen von dem erwachten Objekt verschluckt. Scheiße. Leute, wir brauchen die Kreatur lebend. Wir werden so mehr daran verdienen. Diese Idioten ahnten nicht, dass das wohlgenährte Objekt 001 im Dunkeln unglaublich agil und gefährlich ist. Tötet dieses Ding! Oh, bitte. Okay. Nein, nein! Meine Tasche. Was? Ich habe ein Blitzlicht in meiner Tasche. Richten Sie es auf das Objekt, jetzt! Das macht es doch noch aggressiver, oder war das nicht so? Was zum? Aus dem Weg! Und rein mit dir! Scheiße! Wo ist sie jetzt hin? Sie sind wieder in der Vergangenheit, oder? Ich sah mich um und stellte fest, dass ich wieder in Guatemala war. Da ist ein Teufel in der Scheune. Ich glaube, wir haben es gefunden. Ich bin wieder zurück im Jahr 1978. Ich kann alles wieder... Du kannst nicht doppelt existieren. Du kannst nicht doppelt existieren. Das ist nicht möglich. Das ist doch auch nicht möglich. Na gut machen. Ich muss Phineas retten. Heilige Scheiße. Was für ein geiles Portal. Das wird mich so reich machen. Lass los, du Idiot. Du hast keine Ahnung, was hier los ist. Ich habe wertvolle Zeit damit verloren, mich mit Vulture zu beschäftigen. In der Ferne bemerkte ich, wie das andere Ich, Nicole und die Soldaten, das betäubte Objekt bereits zu einem anderen Portal schleppten. Ha! Nein, bitte, nein!
Ketter, es tut mir leid. Ich konnte dich nicht retten. Jetzt ist alles verloren. Nein, das... Oh nein, diese traurige Musik. Das heißt, hier werdet ihr sehen, die SCP-Chroniken-Stories werden nie mit einem Happy End enden. Und so nicht enden? Wilken Santa, ¿qué ha pasado aquí? ¿Quién es usted? Ich bin Anna. Dr. Anna Ketter. Wait. Wer ist der Typ? Rufen Sie die Polizei und nehmen Sie die Jungs mit. Es gibt ein gefährliches Monster auf dem Feld. Aber ich habe alles im Griff. Ich weiß damit umzugehen. Phineas Ketter starb, ohne sein Hauptziel zu erreichen. Aber die Welt brauchte seine Forschung. Und ich blieb in der Vergangenheit, um es für ihn zu tun. Aber du bist nicht so genial wie der. Tut mir leid, ich habe sie nicht gesehen. Dr. Ketter, es ist mir eine große Ehre, Sie kennenzulernen. Danke, Nicole Razumovsky. Woher kennt sie meinen Namen? Lassen Sie mich Ihnen die Zone zeigen. Sie werden es hier mögen. Sie hat also das Werk von dem erledigten Rentner übernommen. Das heißt, das war der Rentner. Er war der Typ. Ja. Ich hoffe, sie geht auch in Rente am nächsten Tag. Aber sowas von. Ist das jetzt das gute Ende? Das ist schwer zu sagen. Aber es ist sehr interessant. Die Story war vielleicht eine der krassesten. Weil sie so komplex ist. Mit den verschiedenen Zeitraumkontinuen. Fand ich die Story sehr geil. SCP-001 ist sehr, sehr, sehr interessant. Und wenn ihr möchtet, dass ich dazu vielleicht auch ein GTA-Video mache, dann schreibt doch einfach mal SCP-001 GTA in die Kommentare. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Checkt gerne SCP-Chroniken aus. Und ich hoffe, ihr lädt mal wieder neue Videos bald hoch. Wir haben noch sehr, sehr viel, was wir noch nicht uns angeschaut haben. Aber auf jeden Fall hat es richtig Bock gemacht. Und support den Kanal, dass der wiederkommt, Leute. Er muss ein Comeback machen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. IDs raus und rein und ciao!